So, da sind wir schon wieder zurück und jetzt geht's in die allerletzte Aufgabe vom Plankathon. Wir müssen einfach nur die Mission Schließe, also nur die Mission Plank absolvieren. Ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Ist nur die Frage, ob wir auch Hilfe bekommen. Da sehe ich nämlich echt Probleme drin. So, dann kurz wie immer in eigener Sache. Ihr seht hier unten den Code. Wir haben jetzt die 100 Abonnenten geknackt, dazu nochmal auf jeden Fall Dankeschön. Im Laufe des Videos werde ich dann die elfte Zahl schon verraten. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Video bis zum Ende zu gucken. Und für alle die, die neu dabei sind, einfach in der Videobeschreibung nachgucken, wie das vom Gewinnspiel abläuft. Und auch wer ich halt bin. Das ist halt nur ein kurzes Video, wo ich mich vorstelle, damit du überhaupt weißt, um was es bei mir überhaupt geht. So, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt hier reinkommen. Glaube ich, ist schon mal leer. Vor allem, es gibt keine andere Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Ich hoffe halt echt, dass wir eine Gruppe finden. Und dass die Mission irgendwas ist mit Starten. Aber sieht so aus. Weil wenn eine Blue Clue sammeln muss, muss eigentlich generell irgendwas starten. Jetzt hoffe ich nur, dass ich irgendein, keine Ahnung, Level 37er da ist und der will direkt anfangen. Weil zu zweit wird es, glaube ich, nicht leicht. Na, klasse. Weil es so schön war. Noch einmal. Wir stehen da, Lobby beitreten, ist ganz gut. Ja, wunderbar. Das sieht doch gut aus. So, und wie gesagt, wenn du noch kein Abo da gelassen hast, gerne ein Abo da lassen. Wie gesagt, wenn du meinen Kanal richtig anguckst, siehst du auch, dass ich Battle Royale Aufgaben alle hochlade, versuche euch da zu helfen. Hier bei Rette die Welt erstmal alle Missionen mache, die hochlade. Teilweise habe ich schon jetzt gelesen, auch einigen geholfen habe. Dann mache ich noch die Trading Cards, da habe ich heute wieder ein bisschen was bestellt, da wird also auch was kommen. Jo, also im Prinzip Fortnite rundum Versorgung bei mir. Achso, Daily Shop jetzt auch nachts immer, wofür ich mir extra einen Wecker stelle, obwohl ich morgens um 5 Uhr aufstehen muss für auf die Arbeit. Also ich gebe schon mein Bestes. Und ein Abo kostet ja nichts. Und ist ja auch irgendwo ein Geben und Nehmen. Aber wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell 100 Abos voll habe. Aber da kann ich immer wieder nur Danke zu viel sagen. So, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit. Ladebildschirmzeit ist Like-Zeit und Kommentierzeit. So, wie ihr seht, 34er, 39er und der 48er. Also, der 34er hat wahrscheinlich echt eine Mission nach der anderen einfach rausgehämmert. Vernichter der Stürme. Oder weiß nicht wirklich, wie es funktioniert mit den Überlebenden. So, ach, Feuerwehrautos, stimmt. Aber erstmal hier. Name braucht man nicht. Ach, vor allem durch das Sturmschild muss ich erstmal wieder Dings sammeln. Metall. Da habe ich mich alles rausgehauen, was wir haben. Ja, danke. Schön die Kiste kaputt gemacht. So, mal gucken, ob wir hier noch Feuerwehrautos finden. Ich sag ja, hier die Waffe kann ich euch echt nicht empfehlen, ey. Ah, da ist ein Fernseher. So, einer ist noch oben. Zack. Flamme jetzt. Ah, wie gesagt, haben wir die Tagesaufgabe aber auch schon geschafft. Da muss ich wieder an Dori denken, mein netter Abonnent. Macht die Tagesaufgabe. Ja, wissen, was das mit meinen Lecks ist, echt. Na komm, hau mal kaputt. Ob ich Silber überhaupt noch brauche. Wahrscheinlich schon Malachit, nehme ich mal an. Ja, hier ist noch eine Kiste.
Oder Munition. Ich hab doch vorher diese scheiß Lecks nicht. Langsam sind die echt ein bisschen lästig, muss ich sagen. Hallo, ganz entspannt. Das ging aber echt schnell. Immer schön aufladen, damit der Bär mehr Schaden macht. Vor allem mir die Aufgabe angenommen. Gern echt wissen, warum das Spiel so leckt. Ich probier mal gerade, ob ich hier die Einstellung ein bisschen runterdrehe. Ist dann immer noch leckt. Da kann ja mein Rechner liegen, ey. Schmeckt. Stammkiste ist immer gut. Das ist halt echt der Vorteil auf der PlayStation. Du hast eigentlich so gut wie keine Lags. Beim PC ist immer verschiedene Faktoren, die zum Problem führen. Warum kommen die alle zu mir? Sonst haben wir hier keine Feuerwehrautos oder so. Ne, ja, schon mal gerade das Blue Crew da hinten. Weil zu lang will ich hier die Mission eigentlich auch nicht in die Länge ziehen. Ist schon vorbeigegangen oder was? Tatsächlich. Ach, lass mir doch mal ruhen. Phase 1 geht los. Mach dich zum Kampf bereit. Bin direkt da. Bonus jetzt aktiv. Lass die Kondition der Rakete nicht unter 25% sinken. Haben die auch was gebaut? Ah, ein bisschen was haben sie gebaut. Das ist ja wie ein Radius. Ach, hier den Charakter habe ich gestern ganz entspannt, beziehungsweise mein Sohn hat den gezogen. Weil
bei den Trading-Karten von Fortnite. Boah, es ist laut, ey. Also ich würde mal sagen, das schaffen wir easy. Ich habe einen Schuss da reingetroffen, ey. Nicht, das war's. Repariert. Phase 1 erfolgreich. Oh. Nicht schlecht. Repariere deine Verteidigung und mach dich für Phase 2 bereit. Deponiere Blue Glow, um die Rakete für Phase 2 vorzubereiten. Natürlich habe ich nicht genug. Der eine hat aber 3. Warte, wie kann ich den Scheiß nochmal abgeben? Aber natürlich. Bonus jetzt aktiv. Lass die Kondition der Rakete nicht unter 50% sinken. Sind stets bemüht. So, die Hauptwelle kommt auch von hinten. So level muss, ey. Ja, die Waffe muss auch Munition fressen ohne Ende. Dann ist er da tot. Der Level 38er. Geht nicht. Oh. Mich nicht. Das hier sieht auch recht entspannt aus. Also wenn alle mal mitmachen, ist es eigentlich easy zu schaffen. Entschuldigung. Und dann sind wir gleich im Brutal. Der liegt schon wieder am Boden. Bonus erfolgreich! Abschussrampe wird repariert. So, kommt jetzt die letzte Zone. Phase 2 erfolgreich. Jetzt ist es soweit. Die letzte Phase. Mach dich auf die letzte Verteidigung gefasst. Kann ich denn mein Blue-Glow Ding geben? Füge Blue-Glow hinzu, um die Rakete für den Abschuss klar zu machen. Wo ist denn jetzt die Jova? Die Jova hier.
Es geht los. Alles bereit zum Abheben. Waffen schwingen. So, machen wir uns mal bereit. Bonus jetzt aktiv. Lass die Kondition der Rakete nicht unter 75% sinken. Ja, ja, wir geben uns Mühe. Ich sehe dich. Na komm, fall einfach. Weil jetzt kommen sie wohl echt aus allen Richtungen. Also solange ich hier mit der Kackwaffe noch klarkomme, ist alles gut. Weil die laufen echt einen komischen Weg hier, ey. Nö. Hier los? Sieht die keiner oder was? Hat die keinen Schaden gemacht? Zu Hause bleiben können. Ich liebe diesen Bogen. Also Dori, wenn du das hörst, gerne mehr Bögen. So, das haben wir geschafft. Und dann sage ich direkt mal Code 4. Code 4 für die 10 Euro. Weg ist sie. Toll. Start verpasst. Da. Wie gesagt, den linken Skin habe ich gezogen. Was ist jetzt hier mit dem Ton? Ton, kein Lust mehr. Ah. Und 2 Millionen? Ja. Oh. Oh. Da. So, dann schauen wir mal, was es gibt. Und GG an die Gruppe, bevor sie alle weg sind. So.
Wie gesagt, nochmal, falls es eben zu laut war, Code 4. Ich bin mal gespannt, wann ich das erste Mal vergesse zu sagen, wie der Code dann ist im Video. Alle warten, keiner kommt. So, schauen wir mal. Was passiert jetzt? Ich glaube, jetzt wird erstmal viel geredet und ich muss den Mund halten, nur zuhören. Und ihr wisst ja, Ladebildschirm, wer noch nicht geliked hat, jetzt liken, kommentieren, noch kein Abo da gelassen, dann jetzt. Oh, das gibt schöne Beute. Sehr schön. Sehr schön. Noch schöner. Wie geht's, Lars? Okay, schreien ist besser als Stille. Major Oswald, Verteidigungsstatus. Macht ihr uns nie keine Sorgen. Sie werden die Stellung halten. So, wir sind im Portal. Wann immer du bereit bist, Kommandant. So, kann ich jetzt schon die Skizzen weitermachen? Warte, 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 nicht. Erstmal die Ratterer. Sturm, Schild, Verteidigung, lass mich raten, 1. 1 in Brutal. War mir klar. So, vielleicht mache ich die heute noch, ich garantiere aber nichts. So, was haben wir hier bekommen? Ein Lama-Hammer. Toll. Wunderbar. Klasse. Ja. Ah, Überlebende sind gut. Hab nichts gesagt. War ein gutes Lama. Wie sicher sind nochmal diese Röntgenstrahlen? 300 Hertz. So, hier habe ich jetzt genau 3200. Ich bin halt echt überlegen, mir den Held da zu holen. Stacheln haben wir schon. Oder halt die Waffe. Ich meine, 7 Stunden. Ja, eigentlich muss ich die Waffe holen. Oder den Helm. Weil die zwei habe ich ja schon. Die hier geht ja. Die ist ja relativ gut. Die hier, die Munitionsfresser hoch 8. Ich hole mir die. Wenn man irgendwann alle Skizzen haben will, muss man das auch so machen. So, Skizze ist da. Dann würde ich behaupten, das war's dann jetzt erst einmal. Sache, entweder kommt heute noch die erste Verteidigung, aber die werde ich glaube ich einfach so aufbauen. Oder aber erst heute Nacht kommt der Shop dann. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.